So, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt. Ich habe neulich ein... es wurde mir auf, glaube ich, auf Steam vorgeschlagen, als ich noch mein Passwort kannte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe da einen Trailer gesehen und es sah ziemlich interessant aus, weil es ist jetzt anscheinend kein Zombie-in-your-face-Jumpscare-Spiel, sondern es ist eher etwas Beklemmendes. Ich glaube, sowas wie Layers of Fear, obwohl Layers of Fear hatte auch Jumpscares. Kennt ihr das? Press E to play, ist das ein I? Nein, eins. Was eine scheiß Schrift, oder? Das könnte meine Sauklaue gewesen sein. Hey. Hattest du Detroit schon durch? Ja, ach Leute, please keep in mind that Suit 77, ah, das ist auf Englisch. Contains flashing lights. Moment mal, Flashing Lights war doch das Spiel, was wir noch nicht gespielt haben, oder? Diese Polizeisimulation. 776 is also heavily aggressive with horror elements. Ja, genau. Es ist nicht mit... Es ist nicht hammerhart Spiel. Es ist... Does not contain safe game. Ach du Scheiße. Is to be complete in a single setting. 50 Minuten. Das schaffe ich, oder? Schaffen wir das, Leute, 50 Minuten. So, ich wollte euch irgendwas sagen. Ach so, pass auf. Die Detroit Become Human habe ich ja durchgezockt. Und alle Gameplays sind auf Kaya zockt uncut. Marcy was found in her home dead. Ist das Spiel nicht auf Deutsch? She hung herself. Okay. She left her only family alone, her 7-year-old son. Das fängt ja schon mal gut an. Muss ich für euch übersetzen, oder? Marcy was a famous architect. A very well-known architect. Unfortunately, she became too well-known for the wrong reasons. It is my intention to prove that Suit 776 exists. Or 776. To that, I will photograph Marcy in motion. I will photograph her even if it kills me, no matter what. Habt ihr die Story verstanden? All that is left to do is ring her bell. That's all it takes. Just ring the bell. Glaube, hier kann jeder Englisch. Also, das ist eine Tante, die heißt Marcy. Sie war eine berühmte Architektin. Und was hatte sie sich umgebracht, ne? Die hat sich erhängt, die Tante. Und ich bin anscheinend wieder so eine Art Journalist, so ein Layers of Fear Typ. Oh Gott, das Spiel, das ist gruselig. Also doch gruselig, okay? So, Leute, dann. Hier ist euer Horrorspiel. Wir gucken uns erstmal um, bisschen Layers of Fear. Ah, das kenne ich. Ich weiß genau, kann ich springen? Space-Taste im Horrorspiel? Gibt's nicht, ne? Okay. Okay. Knöpfe gibt's auch nicht. Musik gibt's auch nicht. Ist das Spiel laut genug für euch? 774. Ich kann nicht. Ist alles für euch okay? Tearing. Developed by Stanislav Bruchowski. Nur bei einem. Was? Nur bei einer Person? Krass, nicht schlecht. Ey, ich könnte doch nicht mal Pac-Man programmieren. Die Wand ist schon einfach. Ist wieder dasselbe. Was ist das für ein beschissenes Hotel, die einfach zweimal dasselbe Bild nehmen? Leute, wo ist das? Wer von euch war schon mal da? Ist das irgendwo in irgendeinem Nationalpark in den USA? Der Blick ist geil, der hat jetzt schon Schiss. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe überhaupt keine Angst. Also ich kann in keine einzige Tür gehen als in 776. Also nochmal von vorne. Marcy hat sich umgebracht. Bekannte Architektin. Sie hat sich erhängt. Und ich muss, glaube ich, herausfinden, warum. Oh, ist aber ist ein nettes Hotel. Guck mal, Leute. Schau mal hier. Die Sonne scheint. Mal ein anderes Bild zwischendurch. Was möchte uns der Künstler damit sagen? Gangbang! Guck mal hier, die Sonne scheint, die Vögel fliegen, die Äpfel fallen runter. Also bis jetzt finde ich es überhaupt nicht gruselig. E to read note. Ah. Ich habe Suit 776 überlebt. Es ist real. Es ist alles real. Es erscheint alles real. Aber das kann doch nicht sein. Ich war auf dem auf der 12. Etage. Aber wenn ich durch... Ah, ich bin auf der 12. Etage, aber wenn ich durch die Fenster schaue, bin ich auf der 1. Etage. Es sind 6 Suiten auf diesem
auf dieser Etage. Aber Suite 776 erscheint mir viel größer, mit unmöglichen Proportionen oder mit einem unmöglichen Grundriss. Es gab sogar zwei Etagen. Ich habe wirklich das Gefühl, es ist ein bisschen Layers of Fear. Es machte überhaupt keinen Sinn. Und wie kam ich hier wieder raus? Wieso bin ich überhaupt der Einzige? Ich habe keine Ahnung. Ich kam zur Suite 776 mit der Intention, um meine Reise aufzuschreiben. Ich habe überall Kameras aufgestellt, aber der ganze Film, die ganzen Aufzeichnungen sind verschwunden. So. Muss ich für euch übersetzen? Wie kann ich, guck mal, schon der erste Fail. Schon der erste Horrormoment. Wie kann ich das wieder ablegen? Mit E konnte ich, achso, ich gehe einfach weg. Okay, wir haben einen Hund. Also Marcy hat einen Hund. Und hier das dritte Mal, die Rocky Mountains. Und wir haben, nein. Lock is weak and simple. Ja, dann. Hä, da steht 10. Draw is locked, weak and simple. So, Leute. Open the door, FBI! Open the door, FBI! Also, Leute, ich... ups. Ah, schon mal da, ist eine zweite Etage. Guck mal da. Aha, das meinte er. Das ist eigentlich keine Etage. Das ist doch hier... Duplex nennt man das doch, oder? Guck, man kann rausschauen. Was ist der schwarze Kasten da hinten? Das ist Marcy. Die schaut dir zu. Also, bis jetzt finde ich es nicht gruselig, Leute, aber ihr wisst ja, ne? Hier, das ist eine Szene. Ich kenne das Bild. Ganz wie berühmtes Bild von Caravaggio. Also bis jetzt kommen wir nicht weiter in dem Spiel. Aber ich muss sagen, für eine Suite ist das schon ziemlich komisch, komischer Grundriss, oder? Ja, ich glaube, das Spiel ist hier zu Ende. What the fuck? Dafür habe ich 5 Franken ausgegeben, glaube ich. Fertig. Der Stanislav Tucholsky hat uns verarscht. Hat gesagt, oh, es ist sehr gruselig. Hat 2 Minuten. Ah! Guten Tag, ich hätte... Kann ich nochmal? Nee, ich kann nicht nochmal. Ich hätte gern etwas zu essen. Ich hätte gern... Hallo, Zimmerservice. Jetzt geht die Tür auf, oder? Wo ist denn der Sinn der ganzen Geschichte? Oh. Leute, habe ich irgendwas übersehen? Nee, oder? Habe ich übersehen, mein Schatz. Weh, es kommt ein Jumpscare, dann raste ich aus. Hier geht auch nichts. Hier ist Caravaggio. Kapier ich nicht. What's the point, Leute? Sag mal, habe ich irgendwas nicht gecheckt? Ich habe die Klingel geklingelt. Ich habe alles gemacht, was das Spiel wollte. Mehr kann man hier nicht machen, oder? Maybe I should try ring the bell. Oh. Ring it one more time. Das habe ich doch probiert. Oh, hört ihr das, Leute? Hört ihr das? Es wird gruselig. Halt mal ganz kurz Fenster zu. Hört ihr das, Leute? Jetzt wird's gruselig. Ja, das habe ich schon, ne? Ja. Wie heißt der Typ? Sorry, wie heißt der? GamerXX. Könnte aus unserer Community sein. Ich check's nicht. Aber es wird gruselig. Nur alleine wegen der verdammten Musik. Soll ich nochmal klingeln oder was? Jesus. Ach, da oben war eine zweite Etage, Leute, oder? Da war eine zweite Etage. Wir müssen da, glaube ich, rauf. Wenn's, das könnte sein. Hier war noch eine zweite Etage, oder? Nee. Kapier ich nicht. Alter. Also momentan ist das Spiel einfach Horror, weil ich nicht weiterkomme.
Okay, es hab. Es erinnert mich sehr an Outlast. Hört er das Keuchen? Hört er das? Boah, wenn ich mich jetzt umdrehe und da steht irgendjemand. Ja, ich hab ein bisschen Schiss, Leute, okay? Boah, ey, ich hab keinen Bock, mich umzudrehen. Musik lauter, bitte. Hört ihr das nicht? Geh rückwärts. Ich dreh mich um. 3, 2, 1. Oh, fuck. Irgendjemand hat in den Chat geschrieben, oh, das geht so. Was auch die 10 hier soll es verstehen. Ey. Ich kann hier nichts machen. Vergiss nicht, Fotos zu machen. Ach so, wie mache ich die Fotos, Leute? Sorry. Haben wir das zu Spiel gesagt? Information 2. Das kriege ich hin. WASD kriege ich hin. Was? Was denn? Total Interaction is A unless stated otherwise. E to access. Ich habe Inventory, habe ich auch noch. Left click Night Vision activated. Right click take a photo. Ach so, das kriege ich hin. Enemy must be in motion. Was für ein Enemy? Das mag das Spiel nicht. Not stationary. Try to take as many photos as from Marcy. Aha. Das heißt, Marcy lebt noch. Guck mal, das Spiel hat's verraten. Marcy lebt noch. Also doch Zombies. So, komm mal raus hier. Also ich kann mit der rechten Maustaste noch keine Fotos machen, Leute. Und mit der linken Taste auch noch kein Night Vision. Ich glaube, das Spiel hat noch nicht angefangen. Okay. Okay. Marcy steht jetzt da um die Ecke. Oh, shit. Oh, wieso habe ich das Spiel überhaupt angefangen? Oh, shit. Oh, wenn die Tante jetzt da steht. Immer noch lockt. Scheiße. Okay, ich habe mich einmal erschrocken in diesem doofen Spiel. Erschrecker Counter 1. Das ist Marcy. Marcy? Ich glaube, Marcy hat einen in der Klatsche. Leute, wenn ihr zu Besuch seid und der Gastgeber hört sich so an, rennt. Einfach hier durchs Fenster und raus. Die Sonne scheint, schaut mal hier, die Bäume sind da. Bäume hören sich so nicht. Hier, eine bekloppte Nuss ist das. Das ist so spooky, oder? Oh, ich habe mir den Fuß angehauen. Was stand da? Sorry, ich habe nicht drauf geguckt. Ah. Wer hat im Chat geschrieben, das Spiel ist nicht so? Ah, ist mir den Fuß angegangen. Achso, ich dachte, das wäre jetzt vorbei.
Oh, tut das weh. Aua. Press and hold left. Man, Outlast reloaded. Oh, mein Name ist Joseph Shippin. Was? Day 2? What? Page 2? The first page of my notebook is missing. Something actually tore it out. Also, die erste Seite meines Notizbuches hat jemand rausgerissen. Ich bin aufgewacht in 776. Glaube ich zumindest. I feel as though I have been fully locked in. What? Achso, ich glaube, ich wurde eingeschlossen. It actually feels like an illusion. Aber irgendwie fühlt sich das alles wie ein Traum an. Als ob es nicht wahr ist. Also mein Fuß ist anderer Meinung. So, wie komme ich hier wieder raus? Ich bin locked in im Inventory Screen, Leute. Wahrscheinlich wieder. Ich hab zu lang. Oh. Okay. Das ist ein bisschen wie Layers of Fear. Ah, habt ihr wieder einen Clip? Oi, habt ihr drei Clips? Oi. Wahrscheinlich derselbe Clip. Der eine heißt Kaya Fail, der andere heißt Rip Fuß und der andere Autsch. Und dann Sweet Fußschmerz. Mal gucken, wer von diesen Clips das Rennen macht und die meisten Views kriegt. Also hier wurde schon mal gegen Randalierer und Sturm auf Berlin schon mal. Ja, das wollen wir ja nicht. Aber die Bilder sind the same. Habt ihr euch auch erschrocken? Darf ich mal wissen, wer von euch sich erschrocken hat, als diese blöde Lampe runterfiel? Ah, guck mal hier, die Note ist weg. Der Hund ist immer noch da. Ein bisschen. Boah. Okay, also Marcy hat in Windeseile, während ich bewusstlos war, hat sie einfach die Fenster zugenagelt. Von außen. So viel zu Marcy. Na, hier kannst du... Alles lockt, Leute. Oh, oh. Es ist ein bisschen Outlast-Feeling. Outlast-Suitenblower, oder wie wollen wir das Spiel nennen? Soll ich nochmal klingeln? Hups, ein Schlüssel! Oh, nice. Soll ich nochmal klingeln? Geht nicht. Dann immer noch nicht. Boah, wenn jetzt ein Jumpscare kommt. Wieso ist das Licht grün? Wieso habe ich eine grüne Tasche? Achso, weil es Night Vision ist. Ja, okay, sehr gut. Einfach noch. Immer noch nicht. So. Ich habe mich voll erschrocken, weil es geklappt hat. Architect of the Year? Wo steht? Ach, hier. Ja, das Intro hat das ja gesagt, dass Marcy was not locked. Okay. Also der Grundriss ist wirklich unmöglich. Marcy does not appear to be in the proper state of mind. Several tests were conducted testing a reaction stress and environment conditions. Twitching, mumbling, das haben wir schon gehört. Redness, excessive laughter. Marcy decided to end the session early, unfortunately. I advise you consult Marcy to return for further assessment. Schade, dass wir das nicht auf Deutsch vorlesen können mit einer Stimme. Komm, ich mache euch den Ranjit. Marcy does not appear to be in the proper state of mind. Several tests were conducted testing her reactions to stressful environmental conditions. Reactions Marcy displayed include twitching, mumbling, redness, and excessive laughter. Marcy decided to end the session early, unfortunately. I advise you to consult Marcy to return for further assessment. Medication may be required, as currently the way I see it, Marcy may endanger herself or others. Would you mind forwarding over the contacts of Marcy's family? Perhaps her son? Dr. Stent? Leute, wenn einer Dr. Stent T heißt... Hello? My name is... T. Dr. Stent T. Excuse me? Is that... What is the first name? Well...
Well, the first name is Stan. So your first name is Stan? Yes, Stan. And T is your last name? Yes. My name is T. Dr. T. Dr. T. Stan T. You can call me Stan T if you want. Excuse me? Stan T. Hello? Stan T? Are you a real doctor? No. I'm a veterinary. Ring the bell again. Fuck off, Marcy. Was ist das hier? Unlocked red box. Das muss ich euch nicht übersetzen, was da stand, oder? Bist ihr euch weg? Das muss ich nicht übersetzen, oder? Euer Englisch ist gut, diese. Ups. Okay. Oh. Aber es ist die zweite Etage, die wir jetzt gefunden haben, ne? Wir haben jetzt zwei Etagen. Wir haben hier Erdgeschoss, diese. Ring her bell. I ring her bell. Ring her bell. Ring, ring. Ring her bell. Oh. Oh, ich bin mich gerade erschrocken. Hier gibt's ja kein Licht. Warum, weiß ich nicht. Also für ein Architect of the Year hat sie einfach hier ein paar Lampen vergessen, die blöde Nuss. Marcy? Hello? Hello? I'm Stan T. Hello, this is Stan T. You didn't finish your session. And you lock all the doors. And you forgot to put in some lamps. Hello, Marcy? Ey, wenn der jetzt um die Ecke steht, raste ich aus. Die Musik ist schlimm. Also die Soundeffekte. Ich hoffe, ihr hört das alles auf euren Endgeräten. Wieso habe ich euch abstimmen lassen? So bin ich Streamer der Herzen. Warum mache ich nicht einfach das, was ich will? Weil ich das will, was ihr wollt. Das, so bin ich. Ich bin Streamer der Herzen, Leute. Ihr wollt Horror, ich gebe euch Horror. Ich will das, was ihr wollt. Selbst wenn es auf meine Kosten ist. Alter, ich glaube, ich bin um 5 Jahre gealtert. Spiel. Ups. Ah, ich hätte ein Foto. Hä? Ich bin jetzt aus Versehen bin ich auf die rechte Maustaste gekommen. Ich habe ein Foto. Ach, die hat die Tür wieder zugeschlagen. Hätte ich in dem Moment fotografieren sollen? Wie hätte ich das denn ahnen sollen? Also ich... Fuck you, ich ringe überhaupt nichts mehr. Ich gehe nach Hause. Leute, ich glaube, ich habe ein paar Fotos vergessen. Kann das sein? Hier zum Beispiel. Ach... Hier stand doch irgendwas, ne? Das hätte ich fotografieren sollen. Ne, also ich kann alles Mögliche fotografieren und der Counter... Guck mal, die Clips kommen rein. Männlicher Schrei. Ich würde jetzt ganz gerne mir die Clips anschauen, die ihr gerade geklippt habt. Cheesy crazy. Boah, war das fies gerade. Es war so fies. Habt ihr euch wenigstens auch... Bitte, habt ihr euch erschreckt? Ich wünsche euch, dass ihr euch auch erschreckt. Ihr sollt mit mir leiden. Ich habe ein Foto gemacht, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, wovon. Wahrscheinlich nur von der... Up close, she looks torn. Unaware of her surroundings. Is she fully conscious? Was? Das hat ihr jetzt gereicht, etwas zu notieren. Komm, ich bin der Doktor, oder?
Up close, she looks torn, unaware of her surroundings. Is she fully conscious? I've always read tales when I was younger on demonic possession. You are aware of everything, even as your own blood begins flooding your eyes. You just couldn't move a muscle. But he could. Could Marcy be possessed? Well. So, wie komme ich raus? So. Ach so, wie machen wir das eigentlich mit den Subs, Leute? Halbstunden Subs? Ich kann eine kurze Pause gebrauchen. Komm, ich lese ein paar Subs vor. Was ist denn mit diesem gelben... Was ist denn mit diesem weißen Punkt? Der war doch eben noch nicht da, oder? Dieser weiße Punkt da. Der triggert mich ein bisschen. Boah, mir geht die Düse, Leute. Boah, ich hab mich voll vor dem Schatten erschrocken. Ah, ich weiß, dass ihr das wieder klippt. Kai erschreckt sich vom Schatten. Diese doofe Lampe ist jetzt Huch! Habt ihr das gesehen, Leute? Da ist so ein... Was ist das? Ein blauer Haken. Hä, war der hier die ganze Zeit? Boah, jetzt fängt wieder diese Kackmusik an. Ich geh einfach nach Hause, oder? Hä? Leute, habt ihr das vorher auch gesehen? Videokameras? Ich hab die gar nicht gesehen. Schau mal hier. Ist die Marcy ist eine Wieso ist das hier blau? Wieso leuchtet... Hier hat sich einiges verändert, hä? Wieso leuchtet das jetzt blau? Weiß ich nicht. Wo kommt dieser blaue Lichtstrahl her? Also gut, Marcy will, dass wir ihr folgen. Okay. Hallo Marcy. Ach so, ich soll die Schrift auch fotografieren? Nee. 1, 2, 3, ready for creepy me. Haha, sehr witzig. E to pick up photograph. Wo ist ein... Ah. A fragment of Marcy's fond memories. Ich kann das nicht erkennen, was da drauf ist. Alter, hat's mich vorhin verjagt. Aha. Okay, habe ich noch nicht. Offensichtlich habe ich das noch nicht. Well, you mentioned that Marcy had a bell on her desk at her office. Would you mind repeating that you told me prior to this interview? Well, every time she would read something online about herself or her work that she didn't agree with, she would ring that bell. The bell rang continuously, especially after she finished the construction of her new home, her masterpiece, as she called it. She was an angry person, wasn't she? And, oops, hab ich... Aus Versehen, Foto geschossen. Wieso leuchtet... Ah, Hairpin. Ah, Moment mal, Sachen leuchten blau, wenn man sie... Aha. A cork bulletin board. Seems like it's missing whatever was displayed here. Also, Fotos, die ich finde, kann ich hier aufsammeln, ja? Wie kriegen wir denn den Kühlschrank auf? E-to-read note hatten wir schon. Was? Fridge hatten wir schon. Also irgendwie müssen wir rausfinden, sonst verhungern wir wahrscheinlich in diesem Spiel. Geht's euch gut? Achte mal auf die Uhrzeit. Wieso? Hey, kein Backseat-Gaming und Frontseat-Wanking, habe ich gesagt. Aber hier ist doch auch blau, Leute. Das heißt, ich müsste doch... Boah, ich bin erschrocken. Wieso geht das jetzt auf? Wieso gehst du jetzt auf, du Sau? Und du hast nichts drin. Das hat sich ja richtig gelohnt. Hier ist nichts mehr, oder?
Also ich will nur sicher gehen. Ich will nicht abhauen, Leute, obwohl der Gedanke ist mir schon ein paar Mal gekommen. Wisst ihr was? Ich versuche Marci einfach zu irritieren. Hier, Marci. Die sitzt jetzt irgendwo und guckt mir zu und denkt, Alter, was für ein Schmuck. Hallo. Hallo Marci, this is Dante, I'm your doctor. Oh, gleich habe ich keinen Charge mehr. Seht ihr das links oben? Komm, wir machen das mal. So, immer wieder entchargen, bevor ihr wieder... Ist ganz wichtig mit euren Handygeräten, ne? Immer warten bis... Ah, hier geht's weiter. Remind me of my failures. Hier ist auch was blau. Also immer da, wo etwas blau erscheint, kannst du etwas aufheben. Also normalerweise, wenn... Ring it again. Oh. Kai, hast du die 10 nicht gesehen? Wo? Also ihr habt irgendwas mit Uhrzeit gesagt. Hier steht doch, hier ist 9 Uhr. Und die 10 habe ich nicht gesehen. Wo meint ihr die 10? Bei einer Note oder was? Dad, ring it again. Remind me of my failures. Hey, ich check's nicht. Welche 10 meinst du denn? Ach, die 10. Ja, die habe ich schon gesehen. Die war von Anfang an da, wenn du die 10 meinst. Die habe ich von Anfang gesehen. Aber wir brauchen ja 4 Ziffern für diesen blöden Fridge. Dad. I will grab you from behind. Och du Scheiße. Watch me. Das heißt, Leute, irgendwann drehen wir uns um und sie steht hinter uns, oder? Hä? Und hier ist es 19 Uhr. Verschiedene Zeiten. Auf der Note war auch... Oh. Achso, die Note verschwindet einfach, wenn man... Also ich kann 19 Uhr eingeben, wenn du das meinst. Nee. Die andere Uhr war 21 Uhr, oder? Boah. Ich habe keine Ahnung, was die Combination ist. Aber Moment mal, 21 Uhr sagen die ja gar nicht. Die sagen 9 und 7 a.m. oder p.m., ne? Fällt mir gerade eigentlich Schmuck. Also hier wäre 7. Und drüben war 9, oder? 7, 9. Nee. Hä? Das lässt mich nur die ersten 2 Ziffern. 0. Lässt mich das gar nicht machen. Also Leute, irgendwie kriege ich es nicht hin. 07? 09. Ne, 0709 ist es auch nicht. Was spammt er da für Zahlen? Was hat das für einen Sinn? Hä, wieso spammt er diese Zahlen? Das verstehe ich nicht. Da steht 7 Uhr. Und da drüben war, 21 Uhr, richtig? Hier. 21. Also, weil es ja 21 nicht gibt. 9 und 7. Soll ich 9, 7, 9, 7? Hattest du nicht 3 Uhren? Echt? Habe ich eine Uhr ver... Ich ring noch nicht, bis ich die verdammte Fridge aufkriege. Wo ist denn die dritte Uhr? Nee, Leute, ich hab nur... Hier ist eine Uhr. Hier ist eine Uhr. Hier ist keine Uhr. Und da ging es nur die Treppe rauf. War hier etwas? Nee. Marci wartet irgendwo auf mich und sagt, Mann, du Spaß, beeil dich mal. Hier ist auch keine Uhr mehr. Ihr mit euren verdammten Zahlenkombinationen. Hallo, Marci. Disco, Disco, Party, Party. Ah, ich wünschte, ich könnte sie moonen. Kennt ihr den Begriff Mooning?
Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Mooning ist Englisch für die Hose runterlassen und dann den Poppes zeigen. Wahrscheinlich heißt es auf Deutsch die Hose runterlassen und den Poppes zeigen. Also, der Tipp mit den Uhren war nett und das sind verschiedene Uhrzeiten, aber wie ich so die Fridge aufkriegen soll, ist beyond me. Und hier ist immer noch zu. Komm, wir ringen die Bell, oder? Ich weiß nicht, ob... Ah, Moment, der eine Zeiger war auf der... und der andere auf der 12. Vielleicht sowas. 0712? Nein. 0912. Auch nicht. Ach, scheiße. Das hat mit den Uhren überhaupt nichts zu tun. Ihr verarscht mich doch. Den Mond aus dem Fenster hängen. Am Schrank, wo es geblinkt hat, ist eine 10. Ach, stimmt. Nochmal von vorne. Also... 10 für den Schrank. Was war es? 7, ne? Und 9. Nein. Also, was wissen wir? Wir wissen... Welche Uhrzeit war es? 7 oder 6? Ich hab's vergessen. 7. Nochmal von vorne. 7, 9, 1, 10. Auch nicht. 9, 7, 1, 10. Auch nicht. 10, 9, 7. 10, 7, 9. Nee, Leute. Stimmt alles nicht. 10, was? 10, 7, 9 oder 10, 9, 7? Nee. Also ich gucke jetzt in den Chat von mir aus Backseat Gaming, aber ihr habt auch keine Ahnung. 10, 7, 9 ist es nicht. 10, 9, 7 ist es nicht. 9, 7, 1, 0 ist es nicht. Was? Was? 9, 7, 1, 0. 7910. Nee. Ist egal, wir kriegen den Kühlschrank nicht auf. I ring the fucking bell. Ups, wo sind wir? Ring it, baby. Also jedes Mal, wenn ich die Bell ringe, passiert ein neuer Gruselabschnitt. Ah! Der gilt nicht. Das war kein richtiger Scare. Ich habe nur wah gemacht. Der war nicht mit den anderen beiden zu vergleichen, Leute. Der gilt nicht. Soll ich die fotografieren? Come upstairs. Alter, mir geht ein bisschen die Düse. War hier irgendwie so ein Hinweis? Nee, ne? Hier war kein Hinweis auf den Kühlschrank. 776. Ja, es sind 4 Ziffern, Leute. 4 Ziffern. 776 bringt überhaupt nichts. Ich meine, ich kann es machen, aber... Nee, da ist ja noch eine Ziffer. Nee, bringt nichts. Vielleicht kriegen wir die später, die Ziffern. Der Kühlschrank ist ja noch da. Blutzahlen an der Wand. Nee. Ich glaube, die Mars ist wieder da, um uns zu erschrecken. Da steht Dead. Da sind keine Zahlen. Hier sind auch keine auf dem Bild, ne? Wir werden gleich wieder erschrocken. Oder erschreckt. Leute, gleich gibt's wieder auf die Fresse. Boah, immer wenn die blöde Nuss in der Nähe ist. Ich hab vergessen, ein Foto zu schießen. Boah, das Spiel ist so fies. Wieso geht die Tür nicht mehr auf? Hä? Hat die Tante zugemacht? In dieser Schublade war nichts. Muss ich ihr jetzt folgen? Wow! Scheiße. Come upstairs, aber die Treppe war doch in einem Raum, der jetzt geschlossen ist, ne? Vielleicht die Uhrzeit haben wir auch ausprobiert, Leute. Die Uhrzeit haben wir auch durch. 71099, ich habe ja alles durch. Ach, du meinst die 10 in der Mitte? Hä, habe ich das nicht gemacht? Okay, ich probier's. Come upstairs. Fuck off, Marcy. Ich mach gar nichts. Ich bin doch nicht dein Schoßhund. Stimmt, wieso habe ich das nicht gemacht?
Was hast du was? Moment. Moment, ich muss zurückscrollen. Nee. Danke für den Vorschlag, aber nein. Siehst du schnell für ein Foto? Das kann man wohl sagen. Boah, das Spiel hat es echt in sich. Das hat nur ein Typ programmiert, Respekt. Stanislav Tucholsky, ne, hieß der. Wisst ihr noch von Anfang? Alter, mich hat's so verjagt. Das war echt ein heftiger Jumpscare. Marcy? I just want to talk. I'm your psychiatrist. Do you remember? You just... Ja, lacht euch ein. Ich habe Fotos von diesem Mistviech geschossen. Hä? Ist das wieder die Küche, Leute? One, two, da steht's. One, two, three haben wir vergessen. Ach Leute, wir Vollidioten. Da steht doch 1, 2, 3. Für den Kühlschrank. Die vierte Zahl fehlt. Schnell weg, bevor Marcy kommt. Seht ihr das? One, two, three. Wieso haben wir das nicht gesehen? Was könnte die vierte Zahl sein? One, two, three. Eins, zwei, drei. Pff, jetzt vielleicht sieben? Nein, eins, zwei, drei, sieben. Nee. Eins, zwei, drei, neun. Ach, fuck no. Ich weiß nicht, was die Tante von mir... Eins, zwei, drei, eins. One, two, three. Ich krieg den Kühlschrank nicht auf. Ich krieg den Kühlschrank nicht auf, Leute. Ich weiß es nicht. One, two, three, ready for creepy me. Oh! War das hier die ganze Zeit auf? Probier doch alle zehn. Was? Probier alle zehn? Ihr wisst es doch auch nicht, Leute. Keiner von euch hat das Spiel gespielt. Mach vor Dead 4514. Wieso Dead? Ach so! Dead ist, ach, in dem Alphabet, das numerische Alphabet. Ah, sehr gut. Sehr guter Vorschlag. Wie? 4514, habt ihr gesagt? Nee. Auch nicht, ne? 4514, ja. 4, 5, 1, 4. Nee. Aber guter Vorschlag. Guck mal hier. Entschuldigung. Habt ihr den Rülpser gehört? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, mein Mikro hat's rausgefiltert. Es war ein Jumpscare-Rülpser. Alter, hab ich einen Schiss. Hilft es, wenn man die Luft anhält und dann erschreckt man sich nicht so doll? Hier, du blöde Kuh, du Perversling, du bist hier. Hä? Es ist wirklich Layers of Fear Reloaded, oder? 10. Jetzt ist die Tür wieder auf. Jetzt steht sie hinter dem Tisch. Als ob das Marcy wäre. Hello Marcy, is this you? I'm your doctor. Die Uhrzeit ist immer noch dieselbe. Das Ding ist immer noch locked. Was hat die Tante gesagt? Come upstairs, oder? Oh, shit. Boah, mir geht's um die Düse. Oh, jetzt bin ich... Ah, jetzt bin... Ah, ein Foto. Das müssen wir unten aufhängen, ne? In der Küche, oder? Also wenn die Tante sagt, do not enter, dann machen wir das nicht, oder? Okay. Boah, geht mir die Düse, ey.
Spiel ist so fies. Designer of the Decade. Also ich find's... Oh, Mini... Ah! 3241, Leute! 3241. Komm, ich mach das mal ganz schnell. Mann, und wir haben uns echt hier einen abgemüht mit diesem blöden Uhrzeit. Aber das gehört zum Puzzle dazu, Leute. 3241. Merkt euch das. 3241, 3241, 3241, 3241. Mal gucken, was da drin ist. Wie, es lohnt sich nicht. Da muss mindestens ein Veggie-Burger drin sein. 3, 2, 4, 1. Hallöchen. Das war's? Nichts zu fressen? Achso, jetzt kommt auch gleich das Foto. Zack. Gut. I feel we're making progress here. I think, Marcy, you shouldn't put your doctor through this puzzle, but... Because I'm a good doctor, I'll follow you. Puppen in Horrorspielen, das Schlimmste, da gebe ich dir recht. Do not enter. Ach, kann ich hier den Bolt Cutter benutzen? Soll ich jetzt schon da rein? Nee, ne? Ich glaube, dann killt sie mich. Komm, wir gucken erstmal. Ui. Hä, waren wir nicht im anderen? Ach, ist egal. Hier ist was Blaues. What? I need to try and find a way to reach it. There's something in the drain. I need to find a way to reach it. Ja, einfach eine Runde duschen, dann wird das schon durchs Klo gespült und dann kannst du... Überall, wo was Blaues ist. Ich trage einfach eine ganze Leiter mit mir rum. Warum nicht? Hä? Was ist denn das für eine Konstruktion? Hä, sind wir... Ach, wir sind hier hochgekommen, oder? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Nee, wir sind von da gekommen. Aber wir hatten hier... Haben wir hier alles durchsucht, Leute? Ist auch geil, ein kleinen Kühlschrank-Code für... Ah, noch ein Foto, Mensch. Guck mal hier, noch eine Uhr, 3 Uhr. 7, 9 und 3 Uhr. Der Haken an der Deckenlampe. Foto auf dem Tisch, habe ich schon, Leute, habe ich. Ins Bad mit der Leiter. Ah! Nee. Das ist ja da unten. Was bringt mir denn die Leiter? Was? Was war denn das für ein doofer Vorschlag? Und noch dümmer von mir, dem zu folgen. So. Ich glaube, haben wir hier alles? Ah, hier ist der A. A dangling hook. I might find that useful, but how will I reach it? And why should I reach it? Oh! Oh, Fotos, Fotos! Ich kann nichts machen, Leute. Hä? Ich kann nichts machen. Ist das Marcy? Wieso, Marcy, warum hast du so eine blutige Hand? Ey, die hat so einen Wolverine. Nee, was hat die in der Hand? Die hat irgend so ein Gestell in der Hand. Leute, ich kann mich nicht bewegen. Ohne Scheiß. Ich kann die Kameras nicht... Muss ich irgendwas drücken? Wo geht die hin? Leute, ich kann nichts bewegen. Ich kann nicht was machen. Ich kann nicht mit. Ich kann auch nicht mit der Maus. Ich dachte, die hätte was in der Hand, aber das war das Puppengestell. Aber sie hat blutige Hände, oder? Hä, was ist denn jetzt der Sinn der Sequenz? Außer mir Angst zu machen, was gelungen ist. Kau ich gerade an den Fingernägeln, Leute? Nee, oder?
Steht die vor meiner Tür? Ey, ich mach Fotos ohne Ende. Die steht vor meiner Tür, oder? Aber ich kann hier nicht weg. Ich kann hier nicht weg, Leute. Der Sound ist... Boah, ich dreh mich nicht um. Boah, das Spiel ist gut. Psychological Horror. Oh, ist das ein mieses Spiel. Die stand hier. Das, ja, da ist doch das Bild, oder? Hier ist das Bild mit diesem Typen, der seinen Kopf ab... Ah, Loose String. Alter, das Spiel macht mich fertig. Alter, schon wieder vor der Puppe. Du Kackpuppe, du. Oh, zweimal vor derselben Scheißpuppe erschrocken. Hier, guck mal hier, die Perverse. Ja, das war die Kamera, mit der ich sie hier... Die stand hier, Leute, die stand hier. Wie fies ist das Spiel? Das Spiel ist so fies. Irgendeiner im Chat hat gesagt, oh, das Spiel geht so, das ist nicht so gruselig. Ich glaube, es hackt. Das Spiel ist krass. Gehen wir wieder runter, oder? Haben wir oben alles durch. Okay, hier können wir das Foto aufhängen. Den Kühlschrank haben wir aufgemacht. Das ist dieselbe... Ah, das ist dieselbe Note. Dead. Oh! Ah, guck mal hier, das Foto. Alter, das Spiel, das macht mich schon ein bisschen fertig. Subs vorlesen? Mach ich. Ja, ich habe mich ja schon zwei, dreimal erschrocken, oder? Da kann man doch ein paar Subs vorlesen zur Beruhigung. Wo ging es hier nochmal lang? Okay, Leute, ich lese gleich Subs. Was ist... Moment. Halt, da ist was, oder? Was ist das hier? Da ist doch irgendwas auf dem... Was ist das? Ah, nee, das ist das Schloss, was runtergefallen ist. Boah, bin ich so fett, dass ich hier nicht durchkomme. What is something? Well, I'm a doctor. I sit the whole day. I talk to patients. Of course, I'm gaining a bit of weight. So, Leute. Das Spiel ist scary, aber Visage ist schlimmer. Das reicht mir. Ich weiß nicht, ob wir hier lang... Och, Leute, diese verkackten Puppen. Gehen die mir auf den Sack oder gehen die mir auf den Sack? Der Volksmusik... Ich check's nicht. Ah, ich muss... Ich glaube, ich muss nochmal die Klingel klingeln. Oder? Haben wir oben noch was zu tun, Leute. Witty97, danke für die 5 Gift-Subs. Und Elias07, willkommen im Club der Kajoten. Ah! Wir hatten diese Tür, Leute. Wir hatten diese Tür. In die können wir noch reingehen, oder? Das können wir machen. Weil hier komme ich nicht ran. Leute, vielen Dank für den... I have a string, but I need something to attach the string to. So I can remove what's in the drain. Ein Magneten oder irgend so ein Mist. Mensch, Leute, ich habe keine Ahnung wo. Manchmal kommen Sachen auch ein bisschen später dazu. Also, wir machen Folgendes. Wenn uns hier nichts mehr einfällt, gehen wir in diesen Do-Not-Enter-Raum, oder? So wie ich das sehe. An den Haken komme ich hier auch nicht ran. A dangling hook, I might find that useful. Also wir haben momentan noch nicht genug Gegenstände, wie ich das sehe. Ne, haben wir nicht. Das heißt, wir gehen in den Do-Not-Enter-Raum, ja? Ich hoffe, das ist kein Fehler. Was geht denn hier ab? Hä, war die Tür schon auf? Ja, durch die bin ich hochgekommen. Dann würde ich sagen, Leute, wollen wir es packen, oder? Gehen wir in die Tür. Gehen wir in die Tür, oder? Ach. Oh, was ein Letdown, Leute. Ich habe gedacht, wir hätten es aufgeknackt. Ne, dann müssen wir nochmal die Klingel klingeln. Also ich komme hier nicht ran. Ich habe hier alles durchsucht. Hier ist geschlossen. Ich habe eine Leiter, aber was mache ich mit dieser doofen Leiter?
Natürlich weiß ich, was mit der verdammten Leiter mache, ich Trottel. Ach. Ich war so verknallt in dieses obere Stockwerk, dass ich vergessen habe, dass wir... Das hier habe ich vergessen. Das hier habe ich vergessen, Leute. Komme ich nicht hier? Kann ich nicht hier die Leiter platzieren? Ah, da steht's. Ja, stimmt, der Haken war an der Schnur und jetzt komme ich an das Zeug in der... hallo? Ich dachte, die hat mir... Ich dachte, das wäre so eine... Ich dachte, das wäre so eine Kumpst in der Dreien Puppe. Weißt du, Haken als Puppe. Ey, du kommst in der Dreien. Du kannst... Du kannst nicht mal. Ich kämpfe an dir vorbei, du kleiner Pisser. So, jetzt gehen wir wieder hoch und holen dir das Ding aus der Spüle. Jetzt gehen wir in die Dusche und lassen es uns gut gehen. Wisst ihr mal, ich habe so einen unfassbar schlechten Gag gemacht. In meinem ersten Programm suchst du. Komm, ich hau dir mal ganz kurz raus. Also der war damals richtig witzig, aber ich würde ihn heute nicht erzählen. Es war auch nicht mein, ich habe den irgendwo aufgeschnappt. Pass auf, für alle die, die in dem Alter sind, dass sie noch unter der Dusche sich einhobeln. Sorry, liebe Mädels, aber das machen gewisse Jungs in gewissem Alter. Also, stellt euch vor, ihr steht in der... Sorry. Ihr steht in der Dusche und hobelt euch ein. Und in dem Moment kommt die Mutter rein. Dann sagst du... Das ist mein Penis und ich wasche den so schnell ich will. Ja, sorry. Ich hatte damals keine besseren Gags. So, picked up the golden key. Ja, ich weiß. Vor 20 Jahren fand ich den lustig. Heute würde ich den auch nicht mehr bringen. So, was machen wir mit dem Golden Key? Eine verschlossene Tür aufmachen, oder? Der ist auch echt alt. Oh, ich hätte schwören können, der goldene Key wäre hier gewesen. Soll ich mal schnell gucken? Vielleicht ist es so eine Art Generalschlüssel. Nicht hier, sondern hier. Hier. Na, okay, wir gehen zurück. Boah, ich hab mich erschrocken. Ich hab mich erschrocken, nur dass die Tür aufging. Der langweilig. Das könnte so eine geile Werbung für Twitch. Ist Ihnen langweilig? Nervt Sie das Fernsehprogramm? Das lineare Fernsehen, wo Sie einfach was vorgesetzt bekommen und Sie nur durchseppen. Können Sie nicht interagieren mit der Außenwelt? Dann kommen Sie doch auf Twitch. Followen Sie Kayanas Kanal. Und interagieren Sie mit Kayana live. Und dann sieht es so, dann sieht es anders aus. Eine Uhr, schon wieder eine Uhr. Ich weiß nicht, was die Uhrzeiten sollen. Hier, ein Fächer. Oh Leute, kennt ihr der Hofnarr, der Becher mit dem Fächer? Ist das überhaupt ein Fächer? Leute. Ich weiß, das ist jetzt uralt, das ist ein Film aus den 50ern. Aber mit Danny Kaye. Wenn ihr Danny Kaye nicht kennt. Boah, wir... Jerome, notier dir bitte die Szene. Die schauen wir uns heute noch an. Der Hofnarr. Comedy Gold. Oh, read the note. Der Film ist so geil. Oh, Leute, ihr kennt den. Der Pokal mit dem Portal. Ich liebe diesen Film. Der Kelch mit dem Elch. Der Becher mit dem Fächer. Der Vokal wird... Ich weiß nicht, warum mir das gerade... Ich weiß nicht... Absolutiert, dankeschön. Many have found that you constantly purchase those closing mannequins. What are those mannequins for? Oh, das ist Marci selber. Was für eine Stimme geben wir Marci? Irgend so eine Gender-Stimme, oder? Also wir machen die Pitch ein bisschen. So, das soll anscheinend Frauenstimme sein. Hä? Ich drehe hier am Gender rum und das hört sich alles an wie ein Frettchen. Bringt überhaupt nichts. Ich brauche ein anderes Mischpult. Well, you know, I figured it would be interesting to have a headcount of those who opposed me. Ui. You know, wake up in the morning, look at the physical representation straight in the face. I would scream at them to back off, but they just stand there looking at me. It drives me crazy. Well, right, Marci. You definitely, Marci... Oh, pick up the bar. Well, you definitely have something... Somebody flew up. Ring it again. Ring it again. Ring it again. Remind me of my failures. Ring it again.
Oops, I ring it again. Ach Leute, noch ein Puzzle. Also links unten, ich muss klingeln. Dann komme ich in den Raum 2. Das sieht aus wie eine Diskette. Das sieht aus wie eine 3,5 Zoll Diskette. Habt ihr irgendwo eine Diskette heute gesehen? Oder was soll das für ein Zimmer sein? Hä? Ich weiß nicht, welcher Raum das sein soll. Okay, ich klingel die Bell, dann kommt Raum 2, was aussieht wie eine Diskette. Dann kommt ein grüner Punkt, das checke ich überhaupt nicht. Ich habe noch keinen einzigen grünen Punkt gesehen. Dann kommen 3 gelbe Streifen. Und dann kommen 6 Handys. Hä? Ah, das soll die Polaroid sein. Und dann erhängt sie sich. Ja, Leute, I don't have a fucking clue, was das bedeutet. Holy moly. Da steht sie. Ey, ohne Scheiß. Da steht sie. Seht ihr sie, Leute? Ich hab's. Ich hatte dieses fucking Paper vor der Fresse. Da steht die Tante einfach. Well, Marcy, I don't... Foto. Well, Marcy, I know this is very inappropriate, but look, I'm your doctor, and you... Soll ich wegziehen? Dann sterbe ich, dann muss ich wieder alles von vorne anfangen. Ich ziehe es nicht weg, oder? Nein, ich mach's nicht. Nein, ich mach's nicht. Ey, ich... Leute, es gibt keinen Safe Point hier. Ich steig da nicht rein, oder? Tu es! Boah, ey, wenn ich von vorne anfangen muss... Well, this is very disappointing. Vielleicht können wir ein bisschen Peekaboo machen. Vielleicht können wir ein bisschen pieken. Vielleicht können wir ein bisschen pieken. Hallo, Marcy. Oh, hier sieht man ein bisschen mehr von ihrem. Hallo, Marcy. Hallo, I can see your shadow, Marcy. Aha, you wanna play Peekaboo with me? Listen. I'm your doctor. Okay? And you stopped coming to our sessions. And you have... Oh, ich dachte, who the fuck is die Uhr? And listen, Marcy, I don't want to be indecent, but please come. Please, not now. I mean, please come to... Guck mal, wie ich jetzt eine riesen Fresse habe, weil ich das nicht machen muss oder konnte. Anyway, ring, ring, ring. Ich habe alle Fotos geschossen, die man schießen kann. Was machen wir jetzt? Ich habe sie beim Duschen gestört. Disco, Disco, Party, Party. Also hier war immer noch zu, ne? Ja. Sie ist riesig. Ja, sie ist eine große Frau. Das war bestimmt nicht einfach, sich zu erhängen, oder? Wenn man so eine große Frau ist. A lock with 3 insets above. What? 3 insets above. Ah! Hab ich gar nicht gerafft. Ach stimmt, das war hier so eine Bar, ne? Die ich abgelegt... Ach, das war doch auf dem Zettel, Leute. Das heißt, ich muss noch ein paar Bars finden. Das wäre jetzt krass, wenn die hier auftauchen würde. Und dann hier nicht mehr. Haben wir hier irgendwas übersehen? Nee, oder? Disco, Disco, Party, Party. Ich glaube, ich nerv euch gerade, oder? Haben wir nicht noch ein Foto? Hatten wir nicht noch ein Foto? Nee, hatten wir nicht. Du konntest den Duschwagen doch öffnen. Nee, ging nicht. Wie, ich bin schnell. Wieso denn, Leute? Hier gibt's nichts mehr zu sehen. Ich habe alles durch. Ich glaube, wir müssen die Bell nochmal ringen. Ah, ich gehe hier nochmal durch. Hallo? Nee, ich glaube, ich muss klingeln. Ring my bell. Ring my bell. Hopp. Oh, das war lustig. Kann ich das nochmal machen?
Marcy, jetzt an den Kameras. Oh, he's such a Schmuck. Guck mal da. Okay, sorry. So, wenn ihr keine Einwände habt, klingel ich nochmal. Radio ging auch nicht an, ne? Nee, hier ging es auch nicht an. Ich sage mir immer, das muss ja einen Sinn haben, weil das Radio war vorhin, glaube ich, nicht zu sehen. Oder auch wenn es zu sehen war, muss man ja damit irgendwas anfangen können. Tach. Danke für Ohrwurm, diese. Auf zum Vorhang. Leute, ich habe den Vorhang... Oh, ich dachte, da steht die wieder. Der Vorhang ging nicht auf. Die glauben es mir nicht. Muss ich jetzt extra nochmal zurücklatschen, E drücken, damit ihr mir glaubt, dass der Vorhang nicht aufging. Glaubt ihr mir nicht? Es ging nicht. Ich konnte den Vorhang nicht aufziehen. Er sagt dann, I can't do that. I better not do that, sagt er dann. Ich habe wohl gedacht, ich habe Schiss, den Vorhang aufzuziehen. Nein, habe ich nicht. Ich meine, vielleicht duscht die Tante auch nicht mehr. Ist ja auch nicht gut, wenn man zu lang... Ich habe erst ein Foto, fällt mir gerade auf. Wo war die Dusche? Hier war die... Nee, die Dusche war... Hier. Hier war die Dusche. So, ich drücke jetzt auf E. I don't think I want to do that. Okay, Leute? Ring my bell. Ring. Hier habe ich alles mitgenommen. Was steht da? Road Note. Ich habe alles mitgenommen. So, Leute, ich klingel die Klingel nochmal. Wann kommt wieder GTA, wird gefragt. Ich sag euch, wann GTA kommt, wenn ich meinen eigenen Server habe. Ich will mein eigener Chef sein. Ich will einfach nicht eine Stunde warten, bis irgendeine blöde Farbe Lack irgendwie trocknet. Kein Bock da drauf. Ich mache meinen eigenen Server. Und niemand darf auf den Server außer mir. Das war die Strafe für den eigenen Server. Mir geht die Düse, mir geht die Düse. Mir geht die fucking Düse. Blödes Kackspiel, ich hasse dich. Du bist schlimmer als Layers of Fear. Ist irgendwas neu? Blödes, doofes Spiel, wieso spiele ich dich? Ich habe so ein schönes Leben, auch ohne dich. Doofes, blödes Spiel, wieso mache ich das? Ich liebe meine Frau, ich liebe meine Katzen, mir geht's gut und ich spiele dieses Spiel. Ich bin von Beruf Komiker, ich habe einen schönen Job. Ich bring Leute zum Lachen. Warum spiel ich das Spiel? Weil ich bin der Streamer der Herzen, Leute. Hier ist nichts Neues dazugekommen, ne? Nee. Hier ist nichts Neues. Was hat denn jetzt die Klingel gebracht? Das hat sich nicht geändert, ne? 3, 2, 4, 1. Aber es gibt ja auch nichts, was ich öffnen muss. Das Note hat sich auch nicht geändert. Also nochmal, Leute, ich raff's nicht. Ich klingel... Was immer zwei ist, ich habe keine Ahnung, was zwei ist. Vielleicht ist es die verbarrikadierte Tür. Seht ihr das? Das sind ja so zwei Balken. Der grüne Punkt traf ich nicht. Drei sind diese Bars und sechs Polaroids. Und dann hängt sich die Tante auf. Ist sie immer noch da? Nee, das ist sie nicht. Weil da oben ist sie nicht mehr zu sehen. Das ist eine Puppe. Das ist eine Puppe. Oh. Das ist eine Puppe. Ja, ich fotografiere die Puppe. Rafft ihr das, Leute? Ich check's nicht, was die 2 ist. Ich klingel und 2 grün, 3 Goldbars, fucking something.
Sieht aus wie eine Diskette. Hab ich gesagt. Ich hab's gesagt. Spiel geht weiter, hätte ich nicht gedacht. Das heißt, ich musste. Aber das heißt, das musste passieren. Cheesy Crazy, Leute. Miese Breeze, ja. Tötet die mit seltsamen Geräuschen? Och, ich habe mich verjagt. Ich hoffe, dass es euch auch mal verjagt, ja? Nicht nur ich hier vorne in der Frontline. Ich kann mir so richtig vorstellen. Wie wir alle, der gesamte 4000 Leute und 3997. Und ich quasi durch so einen dunklen Tunnel gehen und die knapp 4000 sind so hinter mir. Aber trotzdem verjagt das einige von euch. Also. Hey, jetzt ist das Radio hier. Die, 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 fucking die. Ja, ich bin ja fast gestorben. Alter, das war echt. Also, wir haben. Ich weiß nicht, was 2 ist, Leute. Es tut mir echt leid. Ich weiß auch nicht, was grün ist. Ich habe keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, was diese komischen Streifen sind, diese gelben. Also nicht die rechts, die 3, sondern die 4. Weißt, wisst ihr, am grauen. Ich check das. Ich check diese. Hier stand die blöde Nuss. Und ich habe wieder vergessen, Fotos zu machen, übrigens. Die. Ja, fucking die yourself. Kann nicht mehr. Haben wir nicht ein paar Subs vorzulesen? Boah, ich brauche eine Pause. Jetzt fängt die noch an zu singen. Die singt so scheiße. Fahrstuhl eventuell. Was denn der grüne Punkt? Boah, wo ist die blöde Nuss? 3241, ne? Da stand immer 3241. Vielleicht steht die hier unten. Und ich kann auf ihren Kopf pinkeln. Das habe ich jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Ja, sorry, die verjagt mich die ganze Zeit. Ach, da steht sie. Oh, Leute. Jetzt sind wir aber richtig im Outlast-Modus, oder? Jetzt ist alles dunkel. Ich werd wahnsinnig. Das Spiel ist so eine fiese Map. Also oben haben wir alles durch, oder? Die Note ist immer noch dieselbe, oder? Ja. Ah, hier. Nee. Ich habe ja keine neue Bar. Nee, habe ich auch nicht. Boah, die hohle Nuss wartet auf mich irgendwo. Boah, ist die nah. Leute, hört ihr sie? Hier ist irgendwas Blaues. Ach nee, das kommt hier rüber von diesem. Boah, ist die nah, Leute. Die ist hier irgendwo um die Ecke. Ich muss warten, bis ich auf 100% Charge komme. Warte. Ist im Spiel und nicht Kai. Habt ihr wirklich gedacht, ich bin. Hier ist nichts, oder?
Boah, ey, mir geht so die Düse. Oh, warte, ich muss den Charge wieder abwarten. Das Spiel macht mich fertig. Wo ist die Tante? Boah. Wo ist die Tante? Die hat doch gerade... Die hat da irgendwo so einen Scheiß gesungen. Wer hat die Stromrechnung wieder nicht bezahlt? So Leute, ich spiele das Spiel im Dunkeln weiter. Ich habe keinen Bock mehr. Ich mach's richtig scary. Okay, ich mach's dir ganz kurz an. Als ob die gleich um die Ecke kommen würde. Kühlschrank ist auch nichts Neues. Haben wir ein Foto aufgehoben? Ich glaube, ich muss wieder klingeln. Nee, haben wir nicht. Oben ist nichts. Ich glaube, wir klingeln nochmal. Boah, Leute. Okay, dann... Boah, du Kackviech da vorne. Zum Glück habe ich dich nicht gesehen, du. Ich habe nur das Geräusch gehört. Fuck. Was notiere ich mir eigentlich die ganze Zeit? Ich habe gar nicht mehr... Oh Mann, jetzt guck mal, das Mikro kackt ab. Sorry, Mikro. Schlecht Wetterstream. Also, schau mal, der hat ein bisschen mehr geschrieben. She is literally stalking me right now, trying to prepare myself for when she grabs him from behind. Any moment? Did she attack me? It looks like the longer I stay, the more aggressive she becomes. But how the hell do I leave? There is no exit. It's not supposed to be a basement here. Oh, ich hab mir das... Old key with the inscription office. Hairpin, might be able to use it for something. A screwdriver. Large bolt cutter. A golden key. B for basement. String. Hook. Das habe ich alles schon benutzt. Es gibt nur Page 2, oder? Ja. Hä? Achso, ja, ich habe mich erschrocken. Ich hab gedacht, wieso liege ich auf dem Boden, dachte ich gerade. Oh shit, die Tür ist auf. Soll ich klingeln? Ich kann nicht klingeln. Okay, Leute. Ich liebe es, wenn ängstliche Menschen Horrorgames zocken. Du würdest dir auch in die Hose machen. Ihr mit euren Fernseher, Handys, Lautsprecher. Hier, das hier müsst ihr euch geben. Headphones. Dann kackt ihr richtig ab. Ja, los. Ja. Setz auf. Müssen wir Subs vorlesen? Können wir Subs vorlesen, bitte? Das sind auch nicht viele. Oh Gott. Ich hab's mir alles überlegt. Marcy. Was soll das denn jetzt? Ja, ist ja gut. Ich hab's kapiert. Hört ihr die Fliege oder ist das in real life? Ist im Game, oder? Die Fliege ist im Game, oder? Ich höre die Fliege, ja, da bin ich ja froh. Oder ist die Fliege hier auf dem Mikro und wir alle hören's? Geiles Spiel. Also ganz im Ernst. Wo ist denn diese Kackfliege? Aber Leute, vor allem die Fliege kommt durch alle Türen mit. Die Fliege hat seit Ewigkeiten gewartet. Hui! Ich komme hier auch raus. Aber wenn das eine Architektin, Designerin ist, dann muss ich sagen, Marcy, nochmal back to the drawing board, ja?
Ich weiß nicht, wo die Tante studiert hat, aber... So, jetzt verarsche ich die Tür. Ich gehe nämlich nicht durch. Ich gehe nicht durch. Ah, du blöde Kacktür. Also ganz im Ernst. Also wer so ein scheiß Haus designt... Oh nein, Basement in Horrorspielen sind nie gut. Leute, bevor ich da runtergehe, kurz eine Runde Subs. Okay, gehen wir runter. Ui. Das war mir klar, dass die Tür auch nochmal zugeht. Okay. Basement ist immer scheiße in Spielen, das wisst ihr doch, in Horrorspielen. Was ist hier los? Da ist wieder was Blaues, Leute, zum Aufheben. Oh, da ist was Blaues, direkt vor der Fresse. Achso, meine Batterie ist alle. Was ist das? Achso, das kann man nicht aufheben. What a weird key insert. Oh Mann. Wisst ihr, wie das aussieht? Das sieht aus wie... Oh Leute. Ich weiß, was ihr sagt. Ihr sagt, ja, es sieht aus wie in jedem Horrorfilm, wo der Keller ausgebaut ist und da werden Menschen gefoltert. Ich habe vor kurzem nochmal den Film, die Verfilmung von Stieg Larssons Buch. Ich glaube auf Deutsch, ich habe es auf Englisch gesehen, ich glaube auf Deutsch heißt es Verblendung. Auf Englisch The Girl with the Dragon Tattoo mit einem meiner Lieblingsschauspieler übrigens, Daniel Craig. Oder Craig. Hups. Und ich weiß nicht, wer den Film, ich will nicht spoilern, aber da kommt... Hat sich da was bewegt? Da hat sich was bewegt, oder? Anyway, was ich sagen wollte... Alter, geht mir die Düse. Da hat sich doch was bewegt, oder? Oder war es die Puppe? I've seen this device. Large pulling force required to unlock safety hatch. Use pulley handle given. Layer Cake. Oh, den muss ich noch sehen. Daniel Craig, genau. Craig. Daniel Craig. Anyway, ich finde, das ist ein dufter Schauspieler und ich weiß noch, wie der... Ach, hier drin waren wir noch nicht, ne? Ich weiß noch, als herauskam, dass er den James Bond spielen soll, wie sie da ihn alle gedisst haben. Der James Bond, der kann doch gar nichts. Und dann hat er alle weggeblasen mit Casino Royale. Und mich auch übrigens. Und ich glaube, er macht nur noch einen, ne? Schade, ich werde ihn vermissen. Als James Bond war der Typ. Aber auch so als Schauspieler. Ich dachte, ich hätte hier jemanden gesehen. Sag mal, hört ihr auch so ein blödes Knacken im Ohr oder sind meine Headphones kaputt? Was ist das hier? Oh, Shape. Ah, das ist für die Sicherungsbox. Das ist doch gut zu wissen. Da ist ein Foto. Das ist doch gut. Das war's? Nee, da war doch noch was, oder? Hä, war da nichts? Doch, hier. Was ist das? The door is locked. Ui. Da hinten die Axt. Damit hat sie ein paar Leute geköpft. So sieht's aus, Leute. Neues Design. Designerin of the Year. Hier lang, ne? The shaped key war für den Sicherungskasten, ne? Also, wenn das einer ist. Er war aber leider ein schlechterer James Bond. Ja, er war ein... Ups, hier ist zu. Er war ja nicht gerade auf? Nee, da war immer zu, ne?
Ja, jetzt können wir über James Bond diskutieren. Ich fand halt seine kernige Art, fand ich super. Also sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Irgendwas. Ich fand seine Art sehr unterhaltsam. Ist natürlich anders als Sean Connery. Boah, ist das hell, geht's noch? Okay, ich bin officially ein bisschen lost. Ach, hier bin ich hergekommen, ne? Das hat sie jetzt zugemauert. Ich bin ein bisschen lost. Ah, ne, hier. War eine kurze Message an Stanley Tucholsky. Ihr wisst schon, der Typ, der das designt hat. Alter. Fuck. Ich hoffe, euch hat's auch verrissen. Ich hoffe, ihr leidet auch ein bisschen, ja? Oh, ey, Stanley. Wie heißt der? Wer kann sowas krank... Hier war ich schon überall, ne? Hier geht's wieder zurück. Wo war denn diese doofe Tür? Ah! Hier! Ah! So, jetzt. Jetzt, Marci, jetzt gibt's auf die Fresse. Jetzt gibt's auf die Fresse, Marci, denn ich hab eine Axt. The upstairs board that is boarded up. Okay. Ist da eigentlich was Neues hier geschrieben? Nee, ne? There's not supposed to be a basement here. Das ist alles, was ihm dazu eingefallen ist. Er spart den Zimmermann. Dieser weiße Punkt ist wieder da, der triggert mich. Boah, ey, mich hat's verrissen. Mich hat's verrissen. Dieses verdammte Spiel, echt, das ist so krank. Hier durch, ne? Nee, hier geht's zurück. Hier. Wieso ist das Licht jetzt schon wieder aus? Was ist denn hiermit? Komme ich hier nicht durch? Was ist denn überhaupt da drin? Ein Kühlschrank? Was hier steht irgendwie, ich raff's nicht. Large pulling force required to unlock safety. Wenn die jetzt kommt, dann raste ich aus, ey. So, wie komme ich hier wieder zurück? Ah doch, ich kann mich doch hier wieder freiboxen, oder? Stimmt. Zack. Hier, du hohle Nuss. Oh, das war's hier unten. Aber ich glaube, ich muss wieder zurück. Ach nee, schon wieder so... Nee, das waren ja die Türen. Ja, ja, ist kein Problem. Beim Zuschauen kann man sich als Zuschauer gar nicht erschrecken. Dafür bringen deine Reaktionen einen sehr zum Lachen. Ja, wenigstens... Einer von uns hat Spaß. Nein, ist alles gut. Es ist mega spannend. Es ist so ein gutes, gut gemachtes... Es ist leider sehr gut gemacht. Leider, weil zu meinem Leidwesen. Ab. Du blöde Kuh. Also upstairs, ne? Boah, was für eine doofe Nuss, echt. Ja, klipp das. Was ist hier los? Habe ich eigentlich ein Foto? Ja, ne? Yes. Ein Foto fehlt uns noch, Leute. Ich kapiere zwar immer noch nicht, wie dieser Plan, dieser Bauplan aus der... Oh, ich habe gedacht, da steht sie. Jetzt gehen wir hoch, ne? Jetzt können wir ja mit der Axt ihr den Kopf abschlagen. Dann haben wir das Spiel, glaube ich, gewonnen. Hier gibt's nichts Neues, ne? Nee. Hier? Auch nicht.
Okay, geh mal hoch. Ich habe auch keine Bar oder irgendwas habe ich nicht eingesammelt, nee. Bisher habe ich mich nur vor Kaya erschreckt. Sehr gut. Wie fandst du das Spiel? Das war nicht so scary, aber Kaya, der hat mir echt... Was ist eigentlich hier mit diesem Raum? Wieso kommen wir da nicht rein? Immer noch nicht. Ah! Blinken? Blinzelt die Leute oder ist das... Hattie ist schon... Hattie ist... Okay, sie blinzelt nicht. Ich gehe da nicht rein. Nur ein bisschen. Das habe ich auch neulich mal im Bett gesagt. Okay, der war so schlecht, der Spruch. Aber was soll man machen um die Uhrzeit? Ich gehe nicht rein, Leute. Ich tue ihr nicht den Gefallen. Fuck it. Ach, Foto, danke schön. Habe ich ganz vergessen. Ich mache nur das Foto. Hallo, Marcy. Hallo? Excuse me, Marcy. You didn't come to our seminars. To a Sprechstunde. Also, wenn Marcy da hängt, dann kann sie ja nicht mehr hier sein, ne? Ah! Ich habe mich nicht erschrocken, Leute. Ich habe das nur für euch gemacht. Also, nochmal von vorne. Ich klingel. Diskette. Ich weiß nicht, was Nummer 2 ist. Grün. I don't have a fucking clue. 3 sind diese Bars und 6 Fotos. Ups, das war falsch. Ja. Hier ist auch nichts, ne? Ich habe auch nichts übersehen. Eat, read, note haben wir schon. In der Dusche ist nichts. Ja, dann lassen wir die Tante da hängen, oder? Vielleicht muss ich nochmal klingeln. Ein Foto fehlt uns noch. 2 ist der Aufzug. Wirklich? Hups, war die Tür... Ach, das ist die Tür, die offene Tür. Die aufgemachte Tür. Nee, Leute, wir kommen ja nicht zum Aufzug. Das ist ja der Gang vom Aufzug hierher. Wisst ihr, was ich meine? Dann würde ich sagen, wir klingeln nochmal. Du musst die Bahren suchen. Ja, ich weiß, dass ich die Bahren suchen muss. Ich habe es noch nicht gefunden. Oder muss ich wieder... Fuck. Also ich kann nicht klingeln. Hä, muss ich wieder in den Keller zurück? Das grüne Licht auf seiner Kamera. Das weiß ich. Warum sagt ihr mir das? Da stand eine 10 auf dem Kasten, weiß ich auch schon. Im Bad das Radio. Oh, vielen Dank. Hä? Oh, ich muss Ricky schreiben. Ich kann das Spiel ja nicht... Spiel nicht speichern. Sorry, Ricky. Das dauert noch. Im Bad meinst du das Radio, ne? Da muss ich wieder hoch. Okay, lass dir Zeit. Ah, Ricky ist eine coole Socke. Von Pro-Gamer zu Pro-Gamer, weißt du? Ich meine, wir sind ja hier beim Stream und nicht bei der Arbeit. Hier? Ah, nee, du meinst in einem anderen Raum, ne? Was war da mit dem Radio? Du verarschst mich doch wieder nur. Ich war da schon am Radio. Ach Leute, wieso höre ich eigentlich auf den Chat? Also, 1 klingeln, 2 ich kraft den Raum nicht. Wenn Marcy das gezeichnet hat, kann ich nur sagen, Design Prize for what? Die Tante kann doch nicht mal zeichnen. Ich check dieses Symbol nicht, diese Floppy-Diskette.
Ich check's nicht. Grün, keine Ahnung, was grün ist. Ich habe nichts im Spiel gesehen, was ein grüner Kreis ist. Dann die drei Bars, um die Dings zu öffnen, die Kiste und die sechs Polaroids, von denen wir fünf haben. Und dann erhängt sie sich oder was auch immer der Stuhl und Hangman ist. Damit können wir auch nichts machen. Hä, geklingelt? Ich muss sie wieder in den Keller zurück, ne? Der grüne Kreis ist ein grünes Licht. Ja, habe ich noch nie gesehen. Vielleicht ein Foto bei ihr. Ach so, hier! Nee, Leute, da gehe ich nicht rein. Bin doch nicht bescheuert. Da fängt das ganze Spiel wieder von vorne an. Das mache ich nicht. Nee. Also das ist der Raum, den betrete ich erst zum Schluss, wenn ich alles hab. Seht ihr, das ist der Raum mit dem, das ist der Raum mit dem Stuhl. Hier, das ist der Raum mit dem Stuhl und sie hängt da. Schaut. Da musst du erst zum Schluss rein, da gehst du jetzt noch nicht hin. Guck hier. Da, seht ihr das? Hier, oberhalb der drei. Das ist der Raum. In den gehst du doch erst, wenn du die sechs Polaroids hast. Da gehe ich jetzt nicht rein. Wieso seid ihr only emote? Wollt ihr mich verarschen? Ich gehe da nicht rein. Erst wenn ich alle Polaroids habe. Ich glaube, das ist dann... Dann hänge ich sie ab oder so, glaube ich. So. Muss ich in den Keller runter? Wieso seid ihr nur auf Emotes geschaltet? Jetzt muss ich in den Keller runter, oder? Wieso seid ihr auf Emotes, Leute? Was ist jetzt schon wieder los? Du blödes... Das ständig erschreckt es mich. Hab ich irgendwas übersehen? Also ich muss in diesen Raum. Hier ist wieder die Kackfliege. Nee, Leute, ich hab hier nichts. Hier hat sich nichts verändert. Nee, dieses Ding kann ich immer noch nicht aufmachen. Also ich muss in diesen verkackten Raum, sonst geht's nicht weiter. Ach Mann, ihr emotet euch aber auch ein. Ihr lässt mich immer im Stich, dann, wann ich euch am meisten brauche. Vielen Dank. Ich gehe jetzt in diesen verdammten Raum mit dieser Marcy. Ach, da seid ihr wieder. Ich glaube, das sechste Bild ist in dem Raum. Da geht ja auch ein Pfeil. Hä? Ach so, du meinst, das sechste Bild ist in dem Raum mit der Toten. Ich gucke mal, ob ich klingeln kann. Nee. Also ich muss in diesen Raum, Leute, auch wenn ich nicht will. Ich glaube, es ist keine gute Idee, aber bitte. Hier hat sich auch nichts verändert. Wir gehen rein. Ich habe nur noch ein Foto, verdammt. Dann wäre ich in den Raum gegangen. Okay, wir gehen in diesen verkackten Raum. Wir sehen langweilig. Nervt ihr das lineare Programm? Sind sie genervt, dass sie Gebühren bezahlen müssen? Aber das Fernsehprogramm ist scheiße. Dann kommen Sie auf Twitch. Schauen Sie Ihrem Lieblingsstreamer zu. Haben Sie Amazon Prime? Haben Sie sogar einen Twitch-Sub frei? Dem können Sie Ihren Lieblingsstreamer schenken. Dem Sie gerade zuschauen. Cut, wir machen die Werbung nochmal. Ich brauche noch ein bisschen. Hier war auch nichts mehr, ne? Okay, dann gehen wir halt in diesen verdammten Raum hinein. Es geht nicht anders. Ich schwör's euch, die kommt da... Weil ich die sechs Polaroids nicht hab, bringt sie mich um. Und ich darf das ganze Spiel von vorne anfangen.
Oh, wie die mich anguckt, Leute. Die hat doch ein Auge auf. Ich mache Fotos ohne Ende. Aber ich habe immer noch nur ein Foto geschossen. Ja, hier passiert gar nichts in diesem verkackten Raum. Nichts? Oh, da ist ein Zettel da hinten. War das schon die ganze Zeit hier? Guck, Marci. Wir spielen Verstecken. Pass auf, ich verstecke mich und dann zähle ich bis 10. 1, 2, 3, 4, Kuckuck, 5, 6, 7, 8. Du hast mich nicht bekommen, mein Marci. Du hast mich nicht bekommen, mein... Dafür gibt's Fotos. Wow, Fotos. Oh ja. Ah ne, die hat beide Augen auf. Jetzt sehe ich. Hat gerade das andere Auge geöffnet. Also, Untersicht-Fotos sind immer doof, Marci. Man sieht dicker aus. Dicker. Ich hab's gewusst. Die kommt jetzt darunter, ich wusste es. My name is Joseph Shippen. I write this journal just in case something goes wrong. I want you to know that I was here and I probably died here. Na super. I came to investigate suit 776. I did this because Marci Ship... Ey, wenn die sich bewegt, ich gehe. Dann ist das Ende des Streams. I did this because Marci Shippen is my mother. Aber das sind noch nicht meine Notes, oder? Doch, ich bin Joseph Shippen. Leute, es wird dunkel. Ich mach den Zettel nicht weg. Da muss ich sie nicht sehen. I, her only son, Joseph Shippen, 27 years old at the time of this note, wanted to meet her for the first time. Ich bin der Sohn. Many claim suit 76 says is not real. Apparently others were given permission to enter the suit with no luck triggering the cycle. Or should I say with luck they did not trigger the cycle? I stand before the bell. This is the very moment and I'm about to ring it. Funny thing is, I get this feeling that I shouldn't ring it. I feel like I rang it before and was sent right back. Also ich bin der Sohn? Either way, I'm going to ring it, I think. And I will document. Ich mach das nicht weg. Ich kann's nicht weg. Ach so, ich muss ja weggehen. Okay, Leute, ich kann's nicht wegnehmen. Ich muss weggehen und dann verschwindet. Alter. Hä? Ah, da hinten steht sie. Da hinten steht sie. Ah, fuck. Sie hat sich umgedreht. Moment mal ganz kurz. Ich bin doch Joseph Shippen, das bin ich. Ich bin der Sohn, richtig? Schaut hier, Leute, da steht Joseph Shippen drauf. Und das hier ist Joseph Shippen. Oder in meinem Fall Shit-In, weil ich habe mir die Hosen gemacht. Joseph Shippen. Nein, die hängt da immer noch, Leute. Wieso habe ich mich eigentlich... Die hängt da immer noch, oder? Muss ich hier irgendwas machen? Kann ich zur Tür raus? Marci? Marci, es war ein Witz vorhin mit... Hä? Leute, die Frau ist weg? Fuck me. Marci, ich hab... Marci, kannst du die Tür aufmachen, Marci? Ich komme hier nicht raus, Leute. Ich komme hier nicht raus. Sehr geile Idee von euch. Vielen Dank. Ihr mit euren Ideen. Ja, geht da rein. Was mache ich denn hier? Wie komme ich denn hier wieder raus, Leute? Ich komme nicht durch die Tür. Die Frau steht in der Ecke. Ich komme nicht durch die Tür. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber ich bin doch der Sohn, Mama. Ich versuch's mal so. Ich versuch's auch mit Bambi-Eis. Ja, ich hab die Scheißnot schon gelesen. Hallo? Mama, ich bin dein Sohn. Ich bin auch Joseph Shittin. Ich glaube, ich muss an die ran, oder? Und dann dreht sich um und knutscht mich. Töte sie. Wie soll ich sie denn töten? Könnt ihr mir mal sagen, wie ich das machen soll? Mit der Axt oder was? Ich komme hier nicht raus. Ich kann hier gar nichts machen, Leute. Ich komme hier nicht raus.
Okay, ich gehe an sie ran. Okay, ich gehe an sie ran. Ich warte, bis es 100% ist. Was anderes kann man hier nicht machen. Ich kann nicht den Stuhl aufheben, ich kann gar nichts machen. Ich habe alle meine Fotos verloren und ich habe all meinen Inventory verloren, Leute. Ich wollte nicht in diesen Raum reingehen. Fuck. Oh, jetzt kann ich wieder von vorne anfangen. Ist ein Witz, oder? Das war's. Ich wollte nicht in diesen Raum rein. Walk away. Ey, ich fange das Spiel nicht nochmal von vorne an, Leute. Aber wie wäre es denn weitergegangen? Walk away. Das ist alles wie... Och nee, Leute, ich fange nicht nochmal von vorne an. Kein Bock mehr. Wie scheiße ist das denn? Ja, Leute, ich glaube, weiter habe ich es nicht geschafft. Das letzte Foto hat gefehlt. Das letzte Foto. Aber ich hatte recht. Mir hat ein Foto gefehlt. Ah, ich weiß, wo das Foto gewesen wäre. In dieser Kiste mit den 3 Bars. Aber ich habe die 3 Bars nicht gefunden. Ich habe das ganze Spiel doch durchsucht. Also unten Keller. Ah, wisst ihr was, ich Idiot, was ich hätte machen müssen? Ich konnte doch das, mein Inventar hätte ich, glaube ich, unten benutzen können mit irgendetwas. Ach, shit. Ah, ich bin so doof. Ich hab... Ups. Oh. I survived Suite 776. Ich hab's aber nicht geschafft. It all appeared real, but that couldn't be possible. It was on the 12th floor. Ah, nee, das ist das, die Note von Anfang. Klingel oder geh raus. Hä? Was hab ich geschrieben? Walk away. Statt walk away hab ich... Was habe ich geschrieben? Sorry. Walkways. Ja, Milky Way. Ah, ich soll nochmal klingeln. Sicher. Okay, ich klingel nochmal. Also ich kann Inventory nicht machen, die Notizen sind weg. Fotos sind weg, es ist alles weg. Ich glaube, ich habe mein Inventar nicht richtig benutzt. Nee, Leute. Es fängt, glaube ich, alles wieder von vorne an. Scheißen. Huch. Ich glaube, ihr hattet recht. Och nee, Leute, ihr hattet Unrecht. Oder ich habe einfach scheiße gespielt. Ich habe einfach scheiße gespielt. Ich habe einfach das 6. Foto nicht gefunden und ich habe unten die Tür nicht aufgemacht im Keller und dann hätte ich eine Gold... Und was wäre passiert, wenn ich rausgelaufen wäre? Wäre auch vorbei. Ich habe zu wenig Fotos gemacht, richtig?
Easter Egg. Credit ist ja nur eine Person. Dieser Stanislav Tucholsky. Minuten. Wie lange habe ich gespielt? 2 Stunden, ne? Truchowski, Entschuldigung, nicht Tucholsky. Truchowski. Krass, nur eine Person hat das gemacht. Nice. Das nervt mich jetzt, dass ich das nicht zu Ende gespielt habe. Okay, ich habe einen Fehler gemacht. Also, aber ich hatte recht, bevor du in den Raum gehst, musst du diese 6 Fotos haben. Und ich hatte nur 5. Und das 6. Foto war wahrscheinlich im Keller. Und diese dumme Kellertür hätte ich vielleicht aufgemacht, indem ich in mein Inventar geguckt habe. Ich habe es verbockt.